Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo YouTube und herzlich willkommen zur zweiten Runde des heutigen Streams. Mit mir, Robert, er ist wieder da. Hallo YouTube. Ja, und wenn auch ihr hier mal teilnehmen möchtet, dann könnt ihr euch auf trader-online.de euch ein Ticket gönnen. Für einen 10er seid ihr mit dabei. Jeden Dienstag um 19 Uhr und jeden Samstag ab 12 Uhr. Ja, seid ihr bei den ganz normalen Locals mit dabei. Und habt dann auch die Chance, hier mal im Stream zu sein. Genau, falls wir genug Leute für eine Casual-Gruppe haben, wir haben für die Casuals eine eigene Bandlist, das muss man bitte beachten. Ja, genau, die gibt es auch auf der Internetseite. Genau, bei den Tickets. Direkt da, wo du die Tickets bestellst bei den Events. Da steht so ein kleiner Link, da kann man die dann raussuchen. Wunderbar gesagt. Ja. Wollen wir anfangen? Ja, ich würfel schon mal. Alles klar. Hoch oder tief? Hoch. Okay. Fünf. Zwei. Dann fang du mal bitte an. Ich habe keine Ahnung, was du spielst. Ich habe es eben nicht mitgerichtet. Du warst fertig, okay. Bevor ich fertig war. Lecker essen ist es. Oh. Aber ich weiß ja, dass du immer gerne Going Second Deck spielst. Das oder so. Dann fange ich mal Timer an. Und dann auf ein Gutes. Auf ein Gutes. Ja. Ich kurz im Doppelstrahl. Achso, du auch. Boah, ist das Deck, das läuft einfach nicht. Das brickt einfach so viel. Irgendwie konnte ich mich da eben durchkrebsen. Okay, ich lege in meine Panelzone rein. Träumende Nemneria. Mhm. Die hat als Effekt, ich kann während meiner Mainphase einen permanenten Nemneria-Zauber vom Deck oder Friedhof auf meine Spielseite legen und danach kommt sie offen aufs Extra-Deck. Okay. Und diesen Effekt würde ich gerne aktivieren. Jetzt weiß ich auch wieder, welches Deck du spielst, weil das Ben vorhin gesagt hat. Er hat mich gefragt, was ich für ein Deck spiele. Ich habe gesagt, das sag ich dir doch nicht. Warum nicht? Man weiß ganz genau, warum. So, Traumturm der Prinzessin. Hätte ich gewusst, was er gespielt hat, hätte ich wahrscheinlich auch selber nicht angefangen. Ah. So, dann kommt sie oben aufs Extra-Deck. Mhm. Der Traumturm sagt, ich kann zwei verdeckte Karten aus meinem Extra-Deck verbannen, und dann füge ich meiner Hand zwei Ungeheuer-Monster der Stufe 10 hinzu. Oh. Aber für den Rest des Spielzugs darf ich nichts mehr spezialisch auf meinem Extra-Deck, außer Panel-Monster. Okay. Und diesen Effekt würde ich gerne anwenden. So, ein weg und zwei weg. Ich guck mal. Nein, 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 nein. Ich darf wahrscheinlich mir zwei Monster suchen. Mhm. Soll ich machen? Eine Ash? Eine Geisterauger wird theoretisch gehen. Sicher? Klar. Dann gönne ich mir einmal Koyette. Geisterauger wird sogar gehen. Und die ist die andere. O'Reilly. Schon wieder zu 10. Gerade schon gehabt. Ja, gerade musstest du gegen Züge ran, ne? Ja, ja doch. Erdemaschine. So, dann, da ich ein offenes Extra-Deck-Monster habe, möchte ich einmal den O'Reilly Spezial beschwören. Mhm. Der hat als Schnelleffekt, ich kann eine verdeckte Karte vom Extra-Deck verdeckt verbannen und dann erhält diese Karte bis zum Ende des Spielzugs für jedes gegnerische Monster 500 Angriffspunkte, was du kontrollierst. Mhm. Das ist sehr stark. Und dann möchte ich einmal aus denselben Gründen spezial beschwören Koyette. Koyette sagt, wenn du einen meiner Nemneria targetest, dann kann ich als Schnelleffekt eine verdeckte Karte von meinem Extra-Deck verdeckt verbannen und jede Aktivierung annullieren, also von einem Effekt, der eine Nemneria-Karte offen von mir wählt. Mhm. So, anschließend. Lieber MacRitter, ich hole mir keinen Case von der neuen Tin. Da ist so nicht mehr so viel drin, was ich gebrauchen kann. Das meiste habe ich ja. So, dann speziell habe ich euch realisierte Traumrealität von Nemneria. Mhm. Es sind viele Zungenbrecher hier in dem Deck. Mhm. Den würde ich spezial beschwören. Falls sich diese Karte in der Hand befindet, kann ich ein Monster wählen, was ich kontrolliere, und es unter das Deck legen und dann kann ich ihn specialen. Mhm. Also ich würde dann den unter das Deck legen und diesen specialen. Der hat 3000 Verteidigungspunkte. Der hat mir auf das sneak-ehrliche Duelle gerettet. Ah. Ja, weil das Ding einfach 3000 Death hat. Und der hat auch einen relativ coolen Effekt. Ich kann entweder mir eine träumende Nemneria vom Extra-Deck der Hand hinzufügen oder ein anderes Monster offen in die verdeckte Verteidigungsposition bringen. Nee,
Füge deinem Extra-Deck eine Trommelnmeria vom Extra-Deck, ach, vom Deck offen zu. Okay, dann würde ich das auch mal machen. Eine Trommelnmeria oben drauf legen. Mhm. Danke, Harry. Ja, ich muss mal gucken, was hier gleich passiert. Wie weit ich da komme. Das wäre es dann tatsächlich auch schon von meiner Seite. Aber ich muss dir zu dem Traumturm noch was erzählen. Okay. Wenn du eine von meinen Nemneria-Karten zerstören würdest, kann ich stattdessen, wenn ich Träume Nemneria offen auf dem Extra-Deck habe, eine von meinen Extra-Deck-Karten verdeckt verbannen. Okay. Eine von den verdeckten. Von den verdeckten Extra-Decks verbannen? Ja. Okay. So, der kann, falls ich eins... Gut, der kann jetzt also nicht mehr so viel. Für jede Extra-Deck 100 ATK, ja gut. Das ist ja erstmal egal, wie dem der fliegt. Und die war jetzt ganz böse, ne? Was heißt, die ist mittelböse. Also, ja, wenn du der Lemeria kann, kommt als Zielwelt. Oder auf dem Extra-Deck hast, kannst du eine verdeckte Karte vom Extra-Deck verdeckt verbannen, annulliere jene Aktivierung. Ist ja gar nicht so schön. Gut, dann versuche ich mal mein Glück. Ich ziehe meine Karte. Ja, du schaffst das schon. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Das hätte auch besser sein können. Ich benutze also jetzt mal den Effekt von Illusion des Chaos. Oh. Kann ich vorzeigen. Such mir dann ein dunkler Magier oder ein Nicht-Ritualmonster, was den dunklen Magier erwähnt, von meinem Deck und leg dann eine Karte von meinem Deck auf die, aufs Deck. Okay. Eigentlich muss das der sein. Sonst wird das recht schwierig. Ich suche mal den Stab des Magiers. Yugi Janne sagt, was wir zu den YCS-Preisen sagen. Die sind, glaube ich, extrem in die Höhe geschellt. Ne? Ich muss sagen, das ist absolut verständlich. Aber eine Ausführung dazu wartet am besten auf Donnerstag, auf das nächste Spotlight, zumindest von mir und Dirk. Da muss ich gleich nochmal dran. Ja, dann überlasse ich euch das Wort dazu. Die Illusion des Chaos da drauf. So, dann würde ich gerne meinen Stab des Magiers normal beschwören. Ja. Wenn seinen Effekt benutzen und mir eine Handzauber- oder Fallenkarte vom Deck suchen, die den dunklen Magier in ihrem Text erwähnt. Das ist okay. Der andere Effekt ist irgendwas im Friedhof, denn ich glaube, wenn du ein Hexermonster von mir zerstörst, wenn du eine Zauber- oder Fallenkarte aktivierst oder Zauberfallen-Effekt, also während deines Spielzugs, falls ich eine aktiviere, kann ich ein Hexermonster als Wuder bieten und den vom Friedhof special. Das ist ja voll doof. ich suche mir den dunklen magischen Kreis. Gute Karte. Mhm, hab ich auch gehört. So. Dann würde ich ihn auch ganz gerne aktivieren. Damit darf ich mir jetzt die obersten drei Karten meines Decks anschauen und dann einen dunklen Magier oder eine Zauberfallenkarte, die den dunklen Magier im Text erwähnt, vorzeigen und meine Hand hinzufügen. Der Rest geht in beliebiger Reihenfolge wieder zurück. Das ist auf die Aktivierung, ne? Genau, das ist auf die Aktivierung. Okay. Und dann, falls ich in meinem Spielzug, also Hard Ones per Turn, falls ich einen dunklen Magier beschwöre, auf meine Spielerseite beschworen wird, egal ob du das machst oder ich, dann darf ich eine Karte von dir wählen und du die verbannen, also eine, die du kontrollierst. Ein dunkler Magier oder eine Zauberfallenkarte? Das, wenn ich nur Monster habe, die dunkle Magier erwähnen, ist ja kacke. Drei dunkle Magier. Ne, einen dunklen Magier selber dürfte ich ja sogar nehmen. Ah, okay. Ja. Nur kein anderes Monster, was dunkle Magier im Text erwähnt. Ja, dann aktiviere ich Fusionsentsendungen. Ich darf ein Fusionsmonster im Extra-Deck vorzeigen und dann eins der Fusionsmaterialien, dessen Name ausdrücklich auf der Karte aufgeführt wird, specialen. Und ich darf den Rest des Spiels nur noch Fusionsmonster beschwören. Okay. Ist nur die Frage, wie ich dann an die Fusionsmonster rankomme. Ja, hier, ich zeige den dunklen Magier Drachenritter vor, da steht dunkler Magier drauf und ein Drachenmonster. Also darf ich einen dunklen Magier beschwören. Dunkler Magier. Yes. So, dann aktiviert sich der Effekt von meinem dunklen magischen Kreis. Musst du was wählen? Darf ich ein Monster von dir wählen, eine Karte wählen, die du kontrollierst und darfst sie dann verbannen. Welche soll es denn sein? Lass mich eben überlegen. Die sagte doch, wenn ich die wähle, Karte weg, also wäre der wie in einem Lehrerkarten, dann annullierst du die Aktivierung. Ja, okay. Ach, dann wähle ich die einfach selber. Warte, dann würde ich es ja annullieren, ne? Mhm. Ja, dann annulliere ich es doch mal, indem ich eine Karte vom Extra-Deck offen, ja, verbanne. Mhm. Banish that. Dann kannst du weitermachen. Mhm. Ich überlege gerade. Eine Fusionsansendung im Friedhof.
Dann aktiviere ich meinen Seelendiener. Damit darf ich jetzt eine Karte, die dunkler Magier aus, ist oder ausdrücklich dunkler Magier, dunkles Magier, mit dem Text erwähnt, außer Seelendiener oben auf mein Deck legen. Jo. Von meiner Hand, meinem Deck oder meinem Friedhof aufs Deck legen. So soll ich eine Karte von meiner Hand auch drauflegen. Ja, gut. Und dann, falls meiner Mainphase, kann ich die Karte von meinem Friedhof verbannen und dann so viele Karten ziehen in Höhe der Palladium-Monster, dunkle Magier-Monster oder dunkles Magier-Mädchen mit unterschiedlichen Namen auf dem Spielfeld oder in den Friedhöfen. Darf ich dann so viele Karten ziehen? Nice. Dich wollte ich doch da drauf nehmen, ne? Das geht sogar. Ich nehme die Geheimnisse der dunklen Magie, die lege ich oben auf mein Deck. Stack that. Genau. Dann würde ich gerne Seelendiener von meinem Friedhof verbannen, um eine Karte zu ziehen. Weil ja. Ich nur einen dunklen Magiermonster habe. Ist okay. Oh, was ich hochgezogen. Dann aktiviere ich meine Geheimnisse der dunklen Magie. Damit darf ich jetzt entweder ein Fusionsmonster beschwören, indem ich Fusionsmaterialien von meiner Hand- und Spielfeldseite benutze. Da muss halt ein dunkler Magier oder ein dunkles Magiermädchen bei sein. Oder ich darf eine Ritualbeschwörung machen, aber die mache ich jetzt nicht. Also nehme ich einen dunklen Magier und ein Drachenmonster. Und damit hole ich mir, den habe ich jetzt ganz neu. Den kann ich aber nicht holen. Das ist jetzt aber schade. Dann muss ich den nehmen. Der braucht Drachenmonster Stufe 7 oder höher. Das ist natürlich. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Dann nehme ich meinen dunklen Magier Drachenritter. Ach, der ist auch ganz sympathisch. Ja. Eigentlich wohl, aber ich hätte gerne den anderen gehabt. Das finde ich ein bisschen cooler. Dann würde ich gerne in die Battleface gehen. Okay. Und mit dem da deinen Nemleria-Viech angreifen. Was kann der genau? Der sagt mal, erstmal ist ein dunkler Magier, solange der auf dem Feld oder im Friedhof liegt. Und du kannst Zauber und Fallen, von die ich kontrolliere, nicht als Ziel für Karteneffekte wählen und sie können nicht durch Karteneffekte von dir zerstört werden. Ah, okay. Gut, dann will ich einmal die Kampfzerstörung durch den Traumturm verhindern. Mhm. Burn das extra Deck. Genau, weg damit. Alles weg damit. Der braucht schon Linkmonster. Ich nicht, ich darf eh nur Fusion verschwinden. Und dann muss ich leider schon wieder dich dran lassen. Alles klar, dann die Draw Phase. Ich kann ihn aber ganz normal zerstören oder so, ne? Ja. Hast du noch irgendwelche Friedhofseffekte oder so? Nein, nein. Leider momentan nichts. Weil mein Plan war ja doch anders, aber das andere Monster braucht Drachenmonster Stufe 7 oder höher. Ja. Das war ein bisschen blöd. Okay, über 3000 komme ich sogar teilweise rüber. Was sagt der denn nochmal? Wo ist er? Dragona ist nicht so übertrieben. Der ist auf 3 und der macht ja trotzdem nichts. Nee, bei uns irgendwie nicht. Im OCG ist er, glaube ich, verboten, oder? Ist er nicht auf 1? Oder ist er verboten? Schreib's in die Kommentare. Genau. Schreib's in die Kommentare. Schreib's hier in den Chat. Guck mal mit einer nach. Böse Kari. Geheimes Dorf der Hexaktivität. Okay, ich mache einen, also ich gehe direkt in meine Mainphase. Dann mache ich einen Overlay. Mhm. Und würde einmal auf Gustav Max gehen. ich kann mit dem ein Material abhängen, um dir 2000 Schaden zu machen. Ich aktiviere diesen Effekt. Ja. Möchtest du was anketten? Ne, ich würde aber auf die erfolgreiche Schadensbekommung was aktivieren wollen. Schadensbekommung. Genau. Ja. Mein Magikuribo. Ja. Den kann ich aktivieren während der Main- oder Battlephase, falls ich in diesem Spielzug Schaden durch Kampf- oder Karteneffekt von dir bekommen habe. Ja. Dann kann ich den abwerfen und dunklen Magier und dunkles Magiermädchen von meinem Deck oder Friedhof beschwören. Ah, wie wunderbar. Darf ich das machen? Ja, darfst du. Das ist aber nett. Mein dunkler Magier. Dann aktiviert sich ja weg von meinem dunklen magischen Kreis. Choose your target. Weil ein dunkler Magier beschworen wurde, darf ich eine Karte von dir wählen und sie verbannen. Den Gustav Max da bitte. Dann muss ich dich leider enttäuschen. Ich möchte gerne was anketten. Und zwar mein Geisterauger und Schneehase. Um deine Karte zu zerstören. Weil es mein permanent dunkler magischen Kreis. Deinen dunkler magischen Kreis natürlich. Und weil es eine permanente Zauberkarte ist, löst sie sich ja nicht auf. Doch, die löst sich auf, weil die durch dunkler Magier der Drachenritter nicht zerstört werden kann. Ah, du hast komplett recht. Da, also der wählt ja nicht als Ziel, also ist das ja vollkommen legitim. Ja. Aber okay. Sie wird nicht zerstört wegen dem
Drachenritter. You are completely right, da habe ich den gewastet leider. Jo. Der Magi-Huribo hat noch einen zweiten Effekt. Nämlich solltest du einen Hexermonster von mir durch Kampf- oder Karteneffekt zerstören, falls der im Friedhof liegt, kann ich diese Karte vom Friedhof einfach in die Hand nehmen. Und das Hard Ones Return. Beide Effekte. Ja, hier der Effekt Hard Ones Return. Alles klar. Warte, soll ich einen dunklen Magier von dir zerstören? Oder? Solltest du ein Hexermonster von mir zerstören, darf ich den auf die Hand nehmen. Ah, okay. Aber sein Effekt ist Hard Ones Return, genau. Oder? Also beide Effekte sind Hard Ones Return. Ich kann aber beide halt benutzen. Okay, ja gut, dann wird es Zeit, mein Exec zu verbrenne. Ich verbanne einfach mein komplettes Extra-Deck. Was jetzt noch aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Karten besteht. Oh. Um Spezial zu beschwören, mein Millionenfresser. er bekommt so viele Angriffspunkte, wie ich verdeckt verbannte Karten habe. 1500? Genau. Außerdem, wenn er gegen ein Monster kämpft, wird das Monster am Beginn des Damage Steps verdeckt verbannt. Mhm. Und er kann nicht als Tribut angeboten werden. Mhm. So. Sind doch nur 15, oder? Ne, sind nur 14. Der Gustav Max liegt ja da. Ja, genau. Ja. Oder kriegt er. Genau, er kriegt allgemein für alle verdeckt verbannten Karten. Ja gut, ich habe keine. Also. So, dann will ich noch eine Normalbeschwörung machen. Mhm. Und zwar Grimmage oder Eiser. Der bekommt für jede verbannte Karte von mir 400 Angriffspunkte. Also 14 mal 4, also 5600. Okay, bisschen Schaden kann ich dir machen, aber ich kann dich leider nicht komplett zerstören. Das 5600 ist auf jeden Fall zu viel. Ich kann ihn ja ganz normal verbannen und alles, ne? Ja. Ja. Okay, gut. Dann gehe ich mal in die Battleface rein. Mhm. Mit dem Millionenfresser greife ich dein Fusionsmonster an und würde es durch den Effekt verdeckt verbannen. Ja. Und dann würde ich mit dem Grimmage oder Eiser in den Stab des Magiers reinrennen. Ja. Damit kriege ich 4000 Punkte Schaden und der Effekt von meinem Magi-Huribo aktiviert sich. Ja. Der kommt auf meine Hand. Ja, und dann muss ich auch schon... Oh, ich habe völlig was vergessen. Ich habe richtig was vergessen. Es wäre eigentlich dann tot gewesen. Ich habe nämlich noch die träumende Meleria in meiner Zone, ne, im Extra-Deck. Ja. Sie sagt, sie kann nicht genommen werden, muss als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschworen werden, indem ich keine Karten in meinem Extra-Deck habe, außer träumende Meleria. Oh. Dann kann ich sie halt specialen. Und wenn sie gespecialt wird, für je drei meiner verdeckt verbannten Karten kann ich bis zu eine Karte auf dem Spielfeld und oder im Friedhof des Gegners verdeckt verbannen und dann mische ich für jede verdeckte verbannte Karte eine von meinen verdeckt verbannten Karten zurück ins Deck. Okay. In meiner Main Phase 2 würde ich gerne diesen Effekt aktivieren. Mhm. Oder sie spezial beschwören und dann den Effekt aktivieren. Und ich habe ja jetzt, ne, wie viele Karten habe ich? Ja, ich könnte jetzt bis zu drei, ne, ja, bis zu vier könnte ich wählen, ich mache aber nur zwei. Mhm. Ich wähle die beiden. Ah ne, warte, ich kann ja auch noch im, im Grave. Die werden verdeckt verbannt, ne? Die werden, genau, verdeckt verbannt, genau. Mhm. Gut, dann nehme ich die beiden und, den Dark Magician und den Stab des Magiers. Klar, natürlich. Warum auch nicht irgendwie Karten, die ich nicht mehr brauche? So, und jetzt darf ich mir noch vier Karten zurück ins Deck mischen. Mhm. Das wird mies. Dann beende ich meinen Spielzug. Okay. Jetzt hat er allerdings auch weniger Punkte, ne? Mhm. 14 minus 4 sind 10. Aber der kriegt der nicht für alle verdeckt verbannt? Ach ja, genau. Der kriegt für alle, ne? 10 plus 5. Achso, die Seelen, die dann sind immer so verbannt. Ja, 5. Ja, dann hat er 15. Und Grenmaju kriegt nur für deine verbannten Karten. Ja, genau. Der ist jetzt gerade auf nur 4000. Gott sei Dank. Weil ich da auch so gut drüber komme.
Ah ja, du hast mir ja gerade schon gesagt, High Attack ist ein bisschen... Big Number ist ein bisschen doof. Ja. Ich muss da mal eben reingucken, ob ich da was für dich habe. Das wäre cool, aber das klappt jetzt nicht mehr. Du hast zu viel weggemacht. Alles uncool. Da komme ich nicht hin. Den kann ich auch nicht benutzen. Darf ich auch mal in deinen Friedhof gucken? Ja, selbstverständlich. Der ist nicht gerade groß. Das stimmt. Ich habe da so einen Sekundärfriedhof, in den darfst du nicht reingucken. Der ist da, also dürfte ich auch reingucken, wenn die offen wären. Ja. Boah. Der Millionenfresser ist das Problem. Den Grand Marshal würde ich wegkriegen. Aber der Eater of Millions ist ja gerade nervig. Ach, gegen den kannst du nicht kämpfen. Genau, gegen den kann ich nicht kämpfen, das ist mein Problem. Ja, nee, du hast natürlich alles verbannt, was man irgendwie gebrauchen könnte. Ich würde sagen, wir gehen einfach in die nächste Runde. Alles klar. Ja, wenn ich vorher nachgedacht hätte, dann hätte ich sowieso dein Feld wahrscheinlich weggeräumt. Ich gehe davon aus. Ja, außer den Kreis. Ja. Oder den ich wählen durfte, deswegen der Magier. Stimmt. Und dann hätte ich wieder mit dem Magikoribo was beschwören können, was wir nicht verbannen können. Dann wäre der Eater of Millions schneller weg gewesen. Aber der war ja nämlich echt das Problem, der ging mir auf den Keks. Oh, nimm Leria, was mache ich denn dagegen? Du auf jeden Fall. Ich kann die auch nicht als Ziel wählen. Zumindest meine eine Tante nicht. Ach komm, no risk, no fun. Erstmal dunkle Magier, 3 Stück raus sein. Braucht doch keiner. Weg damit. Guten Abend, Motschmann. Schön, dass du da bist. Hallo. Und Marc Langner, ich habe dich gerade auch schon gesehen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest. Ja, hattest du. Hatte er mit Sicherheit auch. Kann der jetzt nur in die Hose gehen? Ach. Na, schauen wir mal. Du musst aufhalten. Dann geht es auch nicht in die Hose. Du musst den Hahn dran glocken, dann bleibt die Hose trocken. Laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen. Wo bleibt das Luna-Kostüm, Robert? Hast du schon wieder eine Versprechung an den Chat gemacht? Nein, habe ich nicht. Doch nicht an Kari. Die denkt sich immer Sachen aus. Dann fang du bitte nochmal an. Darauf war ich vorbereitet. Warst du nicht? Doch. Okay. 3x Spiegelkraft, 3x stürmische Spiegelkraft, 3x bebende, 3x dunkle. Und hier die feurige. Auf ein gutes zweites. Ja, auf ein gutes. Okay, das ist interessant. In meiner Main Phase starte ich mit, ich kann die nicht aussprechen, Tokusano Shinkyojin. Jo. Die sagt, lege Monster, deren gemeinsame Stufe 10 entspricht, von deiner Hand und oder offen von deiner Spielseite auf dem Friedhof. Ziehe 2 Karten. Train in. Jo.
Quert lege ich ab. Mhm. Ich darf wahrscheinlich ziehen. Ja. Das ist also ein bestes Ziel für Ash eigentlich. Ja, oder genau. Oder minus 2 gehst. Minus 2, das ist... Ja, Trading genauso. Das ist richtig. So, dann würde ich einmal süße Träume Nemleria benutzen. Und die sagt, ich darf mir ein Nemleria-Monster vom Deck hinzufügen. Und falls ich Träume Nemleria auf dem Extra-Deck habe, darf ich mir sogar... darfst du für den Rest des Spielzugs weder Karten noch Effekte aktivieren, wenn ich Nemleria-Monster beschwöre oder wenn ich deren Effekte aktiviere. Ja. Nein, Christian geht dann minus 2, wenn ich das Ding esche. Das ist richtig. Weil ich ja nichts wiederbekomme. Das sind also 2 Karten weg. Ja. Ich gehe auch zwar minus 1, aber dann, wenn man das so rechnet, dann ist jedes Mal, wenn ich ziehe, gehe ich dann in der minus 1 oder plus 1 oder so. Das ist ja. Nimm die Karte? Ne, Monster war's. Okay, dann. Gönne ich mir mal das Pendelmonster. Natürlich. Dann lege ich mir die Schlüsselkarte mal in meine Pendelzone rein und will auch den Effekt aktivieren. Mhm. Und dann Ogre. So, die kommt direkt rein. Sie kommt aufs Extra-Deck. Nein, ich verliere keine Karte, ich benutze eine Karte und Christian geht trotzdem minus 2. Und dann immer noch nur 3 Karten, mit denen er was anfangen kann. Und darum geht's ja dann. Dann aktiviere ich den Effekt, um mir 2 Stufe 10 Monster hinzuzufügen. Mhm. So würde ich ja jetzt minus 2 gehen, wenn Christian sich 2 Karten sucht. Das macht ja keinen Sinn. So, einmal den Traumverschlinger. Und Koyet. Sehen immer leckerer aus. Und nimm Leria in Grenmaju Stromberg. Ich denke, Stromberg kannst du auch spielen da drin. Klar. Weil das Verband hat auch eine ganze Menge, ne? So, da ich ein offenes Panelmonster habe, würde ich Koyet einmal spezial beschwören. Mhm. So, wie kann ich den spezial beschwören? 3 Karten vom Extra-Deck verbannen. Ja, genau. Effekt Reveal. Mhm. Das ist der andere. Das ist den die ganzen anderen Leute auf Sneak gezogen haben, nur ich nicht. Ich habe dann das Super Rare Ding gezogen, was halt nur ein Monster vom Feld braucht und das Deck legt. Aha. So, dann kommt er und der hat auch einen Effekt. Wenn der... Ich kann ein anderes Ungeheuer-Monster Stufe 10 von meiner Hand oder offen von meiner Spielseite auf den Friedhof legen und setze einen Nemleria Falle direkt vom Deck. Ah, okay. Das ist natürlich ein bisschen schade jetzt für meinen... Nein, der Trade-In-Spieler hat zwei Karten weniger. Wenn ich seins esche, geht Christian minus 2. Wenn der weg ist, ist der weg. Tja, muss ich wohl mal machen. Ich aktiviere den Effekt von Reveal und würde dann den auf den Friedhof legen. Mhm. Von der Hand oder von der Spielfeldseite? Ich habe leider keine in der Hand. Naja. Das ist gut. Dann darf ich jetzt eine Nemleria Falle vom Deck setzen. Ich würde jetzt okay. Nemleria, Luv, Lov, Luve in die Kommentare. Ups. Und dann muss ich leider auch schon abgeben. Leider. Was kann das Ding denn noch auf dem Feld? Auf dem Feld kann der, glaube ich, gar nichts mehr. Okay. Hast du noch deinen komischen Turm da? Der kann sonst nichts mehr. Der kann nur noch protecten. Genau, Christian kann kein Französisch. Französisch ist eine Kacksprache, die soll auch keiner können. Ja, dann schreib doch mal hin, wie ich das aussprechen muss. Luf? Genau. Luf? Luvé? Ich fange hiermit an. Ja. Dunkler magischer Kreis. Oh, gute Karte. Ich würde gerne die obersten 3 Karten meines Decks anschauen. Ja. Und dann, falls es ein dunkler Magier ist oder eine Zauberfallenkarte, die du in dunkler Magier erwähnt, in dem Text, würde ich gerne auf die Hand nehmen. Ich nehme einen dunklen Magier auf meine Hand, weil der da gut hinpasst. Zufällig, weil ich den nehmen darf und ich keine besseren Optionen habe. Dann würde ich gerne die Illusion des Chaos aktivieren.
Ich kann dir meine Hand vorzeigen und dann darf ich einen dunklen Magier oder ein Nicht-Ritual-Monster, was den dunklen Magier erwähnt, von meinem Deck auf die Hand nehmen und dann muss ich eine Karte von meiner Hand aufs Deck legen. Wenn es nur eine Illusion ist, ist es nicht echt. Du kannst mich nicht besiegen, Robert. Das ist nur eine Illusion, genau. Ich nehme die Seelen der Magier. Ich habe davon jetzt nur Croissant verstanden. Croissant? Croissant. Ach so. Croissant. Omelette au fromage. So. Dein Effekt Seelen der Magier. Als Kosten lege ich ein Hexermonster Stufe 6 oder höher vom Deck auf den Friedhof. Dann darf ich entweder die specialen oder ein dunkler Magier oder ein dunkles Magiermädchen. Ja. Ist halt eine super easy Combo so für... ich könnte jetzt mir auch die Illusion hinlegen, das ist halt eine sauteure Karte von Stufe 1 Monster gratis zum Special. Dunkler Magier an Friedhof. Und dann würde ich gerne die Seelen der Magier auf den Friedhof legen, um den dunklen Magier spezial zu beschwören. Okay. Ja, komm so. Dann aktiviert sich der Effekt von meinem dunklen magischen Kreis. Ja. Und damit würde ich gerne ein Monster eine Karte von dir wählen und sie verbannen. Okay. Wieder, das hat zu viel Def. Tschüss. So. Eigentlich brauche ich das Ding doch gar nicht. Wohl doch. Normal für den Stab des Magiers. Würde mir gerne eine Zauber- oder Fallenkarte suchen, die den dunklen Magier im Text erwähnt. Ja, kann so machen. Immer diese Zauber- und Fallenkarten. Ich finde es so sau schade, dass man damit kein Auge des Timaeus suchen kann. Finde ich eigentlich wohl noch cool. Ich muss eine Zauberer-Fallenkarte nehmen, nicht Seelendiener. Muss ich gleich mal dran. Ich würde mich gerne Seelendiener aktivieren. Okay. Um eine Karte von meinem Deck, die dunkler Magier. Eine Karte, die dunkler Magier ist oder ein Text erwähnt oder dunkles Magiermädchen oben aufs Deck legen, außer Seelendiener. Okay. Ich nehme dafür meine auszubildende Illusionsmagierin. Die geht. Das ist eine Karte, die dunkle Magier im Text erwähnt. Okay. Würde ich dann gerne aufs Deck legen. Du darfst einmal abheben. Ja. Und dann würde ich gerne Seelendiener verbannen und eine Karte ziehen. Ja. Eine, weil ich halt nur ein dunkler Magier, dunkles Magiermädchen oder Palladium-Monster hab. So, dann würde ich gerne sie speziell beschwören, indem ich einfach eine Karte abwerfe. Ja. Darf ich sie einfach speziell beschwören. Easy peasy. Dann. Ich habe echt einfach keine Möglichkeit, Fusion zu machen. Das ist total kackt. Dann kann ich aber meine Wiedergeburt aktivieren. Jawohl. Ich würde gerne meinen dunklen Magier wiederholen. Ja. Ich möchte gerne auf die Beschwörung reagieren. Ja. Was kann sie nochmal, irgendwie, wenn sie gegen Dark Monster kämpft? Wenn ein anderes Dark Hexer Monster gegen ein Monster von dir kämpft, kann ich sie von Hand oder Spielfeldseite auf Friedhof legen und dann kriegt mein Monster 2000 ADK. Das während der Schadensberechnung. Okay. So, ich würde gerne auf die Beschwörung meine Nemneria Luft benutzen. Sie sagt, beschwöre ein Nemneria Monster oder ein Ungeheuer Monster Stufe 10 als Spezialbeschwörung von der Hand oder deinem Deck in die Verteidigungsposition, aber gib es während der Endphase auf die Hand zurück. Okay. Wie war das mit der? Konntest du doch auch noch. Ach so. Dann kommt einmal realisierte Traumrealität von Nemneria. Wie gesagt, wenn ich jetzt was Nemneria Monster als Ziel wählen würde, kannst du das annullieren. Nee, schlimmer. Wenn sie genau oder gespecialt wird, kann ich entweder eine Tronne Nemneria aus dem Deck auf meinen Extra-Deck legen oder eine andere Karte auf dem Spielfeld an Monster in verdeckten Verteidigungsmodus versetzen. Okay. Und da würde ich einmal gerne deinen dunklen Magier, der in Angriffsposition ist, wählen. Ja, gut. Das finde ich jetzt zwar nicht nett, aber... dann setze ich mal eine Karte. Ja. No risk, no fun, sagen wir immer, ne? Ja. Verlockende Finsternis. Ja, okay. Das ist gar nicht schlecht. Zwar nicht das, was mir jetzt gerade weiterhelfen würde, aber das Ding hat 3000 Def, ne? Ja. Komm ich jetzt nicht drüber. Warte, sie bekommt aber auch noch 100 ATK für jede verdeckte Karte in meinem Extra-Deck.
180 K, okay. Das hilft dir jetzt gerade genauso wenig wie mir. Wir müssen uns merken, dass hier eine Endphase zurück auf meine Hand kommt. Ist halt die Frage, ob ich das so weit kommen lassen will. Ich habe sonst auch noch eine Überraschung im Grave für dich. Das finde ich nicht, das hört sich nicht gut an. Ja. Was sagt die Überraschung im Grave? Ich kann die Nymeria Louvre kann ich aus meinem Friedhof verbannen und dann ein Office Monster wählen, was der Gegner kontrolliert, und das verliert bis zum Ende des Spielzugs für jede meiner vielleicht verbannten Karten 100 Angriffspunkte und Death. Das sind momentan 3. Ja gut, dann gehe ich mal in die Battleface. Jawohl. Mit meinem Stab des Magiers würde ich gerne deinen Lemleria-Dingsbums da angreifen. Der hat jetzt gerade nur 1,6, ne? Mhm. Okay. Dann im Damage-Step würde ich den Effekt von meiner auszubildenden Illusionsmagierin aktivieren. Die geht auf den Friedhof und der kriegt 2000 ATK nur während dieses Damage-Steps. Dann ist er bei 3,6. Ja, können wir machen. Ich würde gerne die Zerstörung verhindern durch den Traumturm. Dieser weg und dieser weg. Okay, dann gehe ich mal in meine Main Phase 2. Ich kann nur noch nicht fusionieren. Und nicht einfach so eine blöde Kontaktfusion wie die Blue Eyes, das wäre cooler. Ich darf da einmal deinen Friedhof nachgucken, oder? Selbstverständlich. Ups. Ach toll. Auch nichts drin, was man gebrauchen kann. Aber ich bin ja nicht auf Fusion gelockt. Mach ich den Link 2 auf meinen Dark. Drück. Leider kann ich von dir nichts holen, weil du kein Finsternis Monster Friedhof haben, weil ich das gerade verbannt habe. Dann bist du. Warum solltest du das machen? ich verstehe schon. Ja, ich verstehe schon. Okay, Robert. Ist okay. Kannst du auch während meiner Schicht machen. Draw. Das ist nice. Mal gucken, wie weit ich komme. In meiner Main Phase möchte ich einmal Nymleria Orayla spezial beschwören. Das ist der den Push bekommt, den ich als Schnelleffekt geben kann für kann eine Karte weg von meinem Extra-Deck verbannen und diese Karte hält bis zum Ende des Spielzugs für jedes meiner für jedes deiner Monster 500 Angriffspunkte. Ist die Beschwörung okay? Krass. Ich guck mal kurz da rein. Ja, klar. Ja, okay. Wie ärgere ich dich jetzt am besten? Big Number ist immer so ein Problem. Ja. Ja, auch schön, wenn ich mal irgendwas von dem, was ich reingesidet hätte, gezogen hätte. So. Ja. Das wäre halt cool gewesen. Wäre echt nice, ne? Ich aktiviere einfach nochmal einen Traumturm der Prinzessin Nymleria und aktiviere wieder den Effekt. Verbanne 2. Und würde mir dann 2 Stufe 10 Monster hinzufügen. Was wollt ihr haben? Nenner des roten Lotus. Zurück von der Bandlist, oder was? Nee, Kari will die Karte haben. Warum? Ist sie nicht verboten? Ja. Ich meine, es wäre halt aus dem Fire King Structure Deck. Aber ist die Frage, ob der da bei uns dann überhaupt drin ist, weil der bei uns verboten ist. Könnt ihr auch gerne austauschen mit einer Ash oder so. Ash brauchen wir immer. So, dann möchte ich einmal den Reveal Spezial beschwören, indem ich 3 Monster vom Extra Deck verbanne. Alles, was kein Gustav Max und Liebe ist, einfach weg.
So, wie war das? Der konnte ja dann noch ein Stufe 10 Monster von der Hand oder vom Feld auf den Friedhof legen und dann darf ich einen direkt vom Deck. Ja, okay, wenn man noch welche hat, ne? Ich habe echt überlegt, ob ich Lanze spiele als Zeltag-Option. Das wäre vielleicht eine Idee gewesen. So, dann möchte ich einmal nachzählen. Vier. Fünf. Fünf? Okay. Fünf. Ja, dann Spezialbeschwöre ich. Millionenfresser. Da brauchst du mindestens fünf für, ne? Da brauche ich mindestens fünf für. Ich könnte aber sogar auch Hand und Feldkarten nehmen. Stimmt, das geht ja auch. Ist die Beschwörung okay? Kann ich leider nicht verhindern. Denn Million-Eater ist echt ein Problem. So, dann möchte ich einmal den Effekt von Träumenden Meere benutzen und sie spezial beschwören. Ich glaube, dann lassen wir das hier. Effekt. Ich darf jetzt bis zu fünf Karten wählen und die dann zerstören war es, glaube ich. War es nicht verbannen? Du kannst bis zu eine Karte von der Spielseite und oder deinem Friedhof deines Gegners verbannen. Dann mische für jede durch diesen Effekt verbannte Karte. Ja, genau, ist verbannen. Ich würde dann einfach deine... Du würdest wählen? Ich würde wählen, genau. Okay, dann wählen mal. Ja, ich wähle die vier, die du auf dem Feld hast. Und, naja, ich würde halt auch den dunklen Magier im Grave wählen. Ändert das was? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die Runde gebe ich dann auch auf. Ja? Ja, das geht sonst nichts. Alles klar. Ja. Dann war es das. Gut gespielt. Dann kann ich den auch noch revealen. Ich habe noch einen Gemmage oder Eiser in der Hand gehabt. Und gut, den kriegst du jetzt nicht aufs Feld. Ich kann tatsächlich mit ihm, kann ich ein Monster, was Stufe 10 ist, kann ich auf den Friedhof legen. Mhm. Ah, nee, ich hätte den Effekt gar nicht resolven können, tatsächlich, weil ich keinen Target mehr im Grave habe, im Deck habe. Ach so. Ja. Du musst dann andere Stufe 10er holen oder was? Ja, nein, ich muss eine Falle setzen können. Oder das ist die einzige Nemeria-Falle, die ich habe. Ach so, okay. Ja, muss ich vielleicht mal auf 2 spielen, die Karte. Die ist ganz Idee. Cool. Ja. 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 Dann war das Nemeria gegen Dunkle Magier. Ja. Ich brauche mehr Möglichkeiten für Fusionen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Wir hatten Spaß, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Gerne wieder. Mhm. Ja, und ich glaube, wir haben ein bisschen Zeit, ne? Wir haben noch 8 Minuten Zeit. Ja. Und die anderen haben nur 45 Minuten, also erstmal zusammenpacken und dann können wir ein bisschen quatschen. Ja, genau. Gut. Also wir sagen dann schon mal Wiederschauen. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.